Pin. Jo, da wäre ich wieder. Ich wollte wir, aber bin ja hier nicht der Arzt bei der Visite, der sagt, wie geht's uns denn heute? Eher ist die Frage, wie hören wir uns denn heute? Wir hören uns. Okay. Ja, Teil 8. Ich habe gerade so eben hier noch geguckt. Ich hab noch gar nicht die Kamera. Wie machen wir das jetzt? Auch ihr guckt einfach mal live zu, wie ich die Kamera in Gang bringe. Das habe ich ja schon öfter gemacht. Da mache ich einfach einmal hier, einmal wisch, einmal kurz warten, einmal bup. Dudelidunk, dudelidunk. Tja, und das Schöne ist, die Kamera hat sich auch alles gemerkt, Zoom-Stufe etc. pp. Genauso wie jetzt komischerweise meine Facecam nicht mehr auf 60 Hertz steht, sondern gleich auf 50 Hertz, wie es sich gehört. Egal. So, das Einzige, was jetzt noch unschön ist, ist, dass ihr... ne? Achso, jetzt habe ich OBS nicht zur Seite gepackt. Also OBS nochmal nach vorne. OBS zur Seite. So. Als wenn ich das erste Mal mache. Gut, wir haben die Anleitung, wir haben den Schreibtisch, wir haben diese komische Konstruktion, die ich gerade mir nochmal angeguckt habe. Also es ist wirklich, es ist wackelig, wappelig, es rutscht dauernd alles Mögliche auseinander. Also ich bin echt so ein bisschen ratlos, was ich davon halten soll. Aber gut, wir machen jetzt erstmal einfach weiter, als wäre nichts geschehen. Das bedeutet aber auch, dass ich das komische Konstrukt hier zur Seite packe, weil wir fangen wieder was Neues an. Beziehungsweise, doch, das habe ich. Ich habe diese Els angebaut, genau. Diese, ich habe hier wieder in der falschen Ecke angefasst. Diese Els, diese, ne, 494 da oben, von denen der eine ja nur auf so einer Achse steckt. Wie man da einen Abschnitt unterbrechen kann, um erstmal was anderes zu bauen, ist mir ein Rätsel. Egal. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Wir haben eine Achterachse. Ich habe hier meinen kleinen Kugelschreiber. Eine Achterachse mit Stopp. Noch ein L. Und das wird nämlich jetzt hier die Bandaufwicklungsgeschichte, um es mal so professionell auszudrücken. So, ich habe hier ein paar Sachen übereinander gestapelt. Das müsste ein 7er sein. Es ist ein 7er. Da. Achso, hier habe ich ja noch mehr übereinander gestapelt. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Wahrscheinlich gar nichts. So. Oder, na. Egal. Und hier kommt jetzt ein Zahnrad drauf. Und dann kommt das gelbe Scheibenrad, oder wie das heißt. So. Und ein Achsstopper. Sit. Ich habe gerade mal kurz, gucke ich mir eigentlich sonst nie an, wie der Held live baut. Und das war ganz witzig. Der hat jetzt sich einen Fußschalter irgendwie an den Rechner geklöppelt, damit er durch die PDF-Datei blättern kann mit den Füßen. Und nicht wie ich immer zur Maus greifen muss. Wobei es ihm noch passiert, dass er zur Maus greift. So, was ist hier jetzt? Heute gibt es was noch da. Okay. Jetzt ist hier einfach plötzlich das Band aufgewickelt und keiner weiß wieso. Wie macht man das denn schlauerweise? Da könnte man das Band eigentlich durchziehen. Das habe ich zufälligerweise kurz vorm Stream in die Finger bekommen. Ich habe eigentlich die Gewichte gesucht, die ja auch bald zum Einsatz kommen. So, und wir müssen das hier erstmal. Hüps. Okay, wir haben ein kurzes Band. Lampe, geh aus dem Weg. Wir haben ein kurzes. Wieso haben wir ein kurzes Band? Ah, stimmt. Ich weiß, es kommt noch beim Teleskoparm, beim Kranarm. Da kommt noch ein. Da brauchen wir auch noch ein Stück Band. So, jetzt gehen wir hier mal ganz ans Ende. Dann würde ich sagen. Wir versuchen das mal, ich versuche das mal da durch. Na, ich glaube, das ist zu. Aber vielleicht sollte ich einfach das nochmal wieder abnehmen.
dann da durch, dann da einklemmen und dann wieder aufstecken. Dann müsste eigentlich hält. Nein, das hält nicht. Ich sollte vielleicht wenigstens einen sogenannten 8-Knoten ans Ende machen. Seien Sie leicht dabei, wie ich ohne Brille einen 8-Knoten hier reinklöppel. Ich hoffe, jetzt ist es nicht zu groß geworden. Oh, oh. Na. So. Also wieder abmachen. Wieder da durch. Wieder da in die. Da ist nämlich so ein kleiner Schlitz, das ist eigentlich super. Ich weiß nicht, ob sich da das dafür gedacht ist. Und jetzt, genau, jetzt hängt das nämlich fest. Wunderbar. So, wie rum wickeln wir jetzt auf? Oder geben Sie keine Tipps? Wickel, wickel. Ich glaube nicht, dass das hinterher so viel ist wie auf der Abbildung. Oder doch? Vielleicht täusche ich mich. Es wird auf jeden Fall nicht so gleichmäßig wie auf der Abbildung. Da kann ich schon mal, könnt ihr schon mal Betten drauf abschließen. Das kriege ich nicht so ordentlich hin. Vor allen Dingen wird das nervig, wird sich das wahrscheinlich immer wieder abwickeln. Ich müsste sehen, ob ich das hier irgendwie. Kriege ich das nachher da wieder ab? Ich hoffe doch sehr, weil ich will das jetzt ein bisschen fixieren, damit es mir nicht die ganze Zeit hier um die Ohren fliegt. So, und der kommt dahin. Und diese ganze. Ich kriege hier echt ein zu viel. Wenn da nicht gleich Stabilität reinkommt. Doch, es kommt Stabilität rein. Warte mal. Ja, genau. Weil das kommt jetzt. Warte mal. Also auf jeden Fall kommt der da durch. So. Jetzt ist mir noch nicht ganz klar, wo das L hinkommt. Ah, der kommt dahin und der kommt dahin. Gott. Ich habe gar nicht so viele Hände, wie ich bräuchte, um das jetzt alles hier mal so halbwegs in Position zu halten. So, der soll bis dahin. Weiter noch nicht, offensichtlich. Und der kommt von der anderen Seite. Und geht so. Jetzt hat es hier schon mal ein bisschen. Da ich die aber nicht ganz reinschieben soll, hat es noch nicht so richtig halt. Aber auf jeden Fall ist das Zahnrad auf dem Zahnrad, das ja DDD, das heißt Motor C, geht hier über die Rutschkupplung auf das Zahnrad, auf den und damit auf die Winde. Das ist schon mal gut. Die habe ich eingesetzt. Ich habe das Band eingebaut. Ah, jetzt wird's spannend. Wir nehmen die hier. Die kommen jetzt. So. Von der anderen Seite auch. Sieht man das? Ja. So. Und hier kommt jetzt ein grauer Connector in die Mitte. Und jetzt dürfte ich, wenn ich denn. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wie der Connector sein muss, damit das mit den Pluszahlen. So. Nee. Wieso du nicht? Doch, du auch. Ich bräuchte mal irgendwas. Für geschundene Hanf. So.
So, ich habe hier noch die Dings da, die Platte. So. Das ist schon gut. Der lappert hier noch ein bisschen rum, aber ansonsten hat jetzt dieses Ganze ein bisschen Stabilität. Ich könnte auch noch mal. Es lebe die Tischkante. So. Okay, ich bin beruhigt. Es hat diese ganze, gut, bis auf diesen, der liegt hier nur auf dem Motor auf. Ich weiß nicht, ob der noch später irgendwann Halt kriegt. Ich habe hier das Band, das kriege ich hier jederzeit wieder gelöst, hoffe ich. Auf geht's. 503. Ich muss sehen, ich glaube, ich muss doch ein bisschen hier noch mein Tablett freiräumen, weil jetzt muss ich an diesem komischen Ding bauen. Ein 15er, ist es ein, nee, das ist ein 13er. 13, 13. Muss ich mich erstmal orientieren, weil ich ja wieder die Teile anders jetzt hier liegen habe als letztes Mal. Ah ne, natürlich so rum. Und der so. Das soll jetzt, okay, jetzt muss ich das ein bisschen kippen. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie das nachher mit den Kabeln. Vielleicht muss ich gleich doch mal gucken, wie das mit den Kabeln gedacht ist. Ach, Moment, 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 da ist noch ein schwarzer Pin. Moment. So, alles klar. Wisst ihr was, Jungs? Ihr verzieht euch jetzt auch mal, weil das geht mir hier auf den Keks. Ich brauche jetzt wirklich jeden Quadratzentimeter. So, ich glaube, die Kabel, der Akkublock sitzt nachher hier. Hallo Tessie. Der Akkublock sitzt hier, also da, wo meine linke Hand ist, da kommt der Akkublock hin. Also werde ich auch schon mal versuchen, die Kabel da in die Ecke zu buxieren. So, und wie war das? Wie hätte. So. Okay, da ist ein Pin, da ist ein Pin, da sind zwei Pins. Okay, der ging easy. Hier muss ich sehen. Ach, das ist. Muss ich den. Ja. Also, der geht sehr leicht, der geht sehr schwer. So. Ja, aber auch das ist wieder ein Beitrag zu mehr Stabilität. Gut. 11, 11. Zwei Elfer. Seid ihr Elfer? Ihr seid Elfer. Okay, Pins. Zwei freilassen, zwei schwarz. Ein freilassen, ein blau. Und ein dunkelgrauen. Okay, da muss ich das Pluszeichen ordentlich ausrichten, weil sonst kriege ich den nicht dahin. Der geht jetzt hier vorne. Ah, da ist eine Achse, da sind zwei. Oh, das ging sehr elegant. Zwei halbe Dreierliftarme. Oh, jetzt ist mir hier eine Schale vom Lampenfuß gerutscht. Und ein schwarzer Pin. So, und da, wo sollst du hin? Da ist eine schwarze Achse. Irgendwo ist eine schwarze Achse. Ach, die schwarze Achse. Ja, klar. Achso, und da ist ein Pinhole. Dann frisch voran, würde ich sagen. Ach, oh, ja, gut, das ist. Habe nicht dran gedacht, dass das ja ein halber Liftarm ist. Und ein halber Liftarm und eine Achse sind natürlich. Ist natürlich auch ein bisschen widerspenstig.
könnte den Pin auch erst. Geschafft. So. Weiß nicht, ob die Achse hier noch ein bisschen rausgucken soll auf dieser Seite. Sehe ich das auf dem nächsten Bild? Ja, sie soll noch rausgucken. Und zwar soll sie so weit rausgucken wie ein Pin. Wo ist meine Platte? So, okay. Die Achse soll so weit rausgucken wie der Pin. Habe ich gemacht. Jetzt haben wir noch einen schwarzen Pin. Der kommt. Warte mal, ich muss das Ganze umdrehen. Ich bin ja gerade hier. In den 1, 2, 3, 4. Nee. Warte, der ist halb verdeckt. 1, 2, 3 und dann. Ein kleines L. Okay, das kleine L geht daran und auch noch auf die Achse. Ah, somit kriegen wir hier einen schönen schrägen Winkel. Gut, dann haben wir noch ein großes L und einen schwarzen Pin. Der schwarze Pin kommt ans Ende. So, und der soll also dann dahin und da unten hin. Tja, das hat doch jetzt richtig Gesicht. Hier guckt auch noch eine schwarze Achse raus. Keine Ahnung, ob die noch gebraucht wird. So, wir haben einen Liftarm hellgrau, einen gelb, drei schwarze Pins. Ist echt. Das Schöne ist wirklich, dass jetzt langsam Stabilität in die Sache kommt. Jetzt habe ich dieses Gedöns gebaut. Der soll dahin. Ach, ich dachte gerade, wie soll ich das denn machen? Ja klar, das hier ist der Achsstopper, den ich nur drauf gemacht habe, damit dieser Winkel, dass der nicht abfällt. Der fällt jetzt aber nicht mehr ab, deswegen muss der Achsstopper ab, damit ich überhaupt das Ding jetzt hier anbauen kann, so wie vom Konstrukteur gedacht. So. Klack, klack, klack. Ach, guck mal, die haben wir ja auch noch. Also, der soll jetzt. Es ist nicht zu 100% klar, wo er hin soll. Ich tippe mal dahin. Und dann wird dieser Rahmen da und über die Achse. Okay. Oh, ganz anderes Thema. Also, kleines L. Da bin ich ja echt gespannt, wie. Ach, guck mal, jetzt Kabel. Kabelmanagement. Ganz wichtig. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir sind jetzt erstmal bei Panel. Weil das bringt wahrscheinlich auch nochmal Stabilität in die ganze Geschichte. Zwei Pins und das Ganze auf ein großes Panel. Ja, sollte man aufpassen, wo man Druck ausübt. Da ein Pin hin. Hier zwei Pins hin. Ein Fünfer Liftarm. Und du? Oh, ja, alles klar. Also, wir haben da einen Pin.
Okay, das kollidiert mit den Achsen. Das heißt, ich muss diese Achsen, diese drei Achsen, warte mal, oder kollidiert das gar nicht? Moment, da. Doch, 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 doch. Die müssen eine Etage nach unten gedrückt werden. Und nee, nicht an dem Teil ziehen, sondern die Achsen drücken. So, jetzt habe ich die Achsen mit Hilfe dieser Platte, die sich echt als praktisch erweist, habe ich die quasi so weit reingedrückt. Na, nicht ganz. So. Dafür sind sie jetzt wahrscheinlich auf irgendeiner anderen Seite ein bisschen weiter rausgekommen, aber das interessiert mich. Das hier ist jetzt wichtiger. Na. Das hier ist immer noch etwas. Gut, das kriegt hoffentlich Stabilität, wenn wir von der anderen Seite kommen. Ich bin immer noch skeptisch, was dieses hier angeht. Das war ja diese Achse, wo ich sagte, die kann ich eigentlich auch reindrücken. Ich weiß gar nicht, wie das nachher, weil das wird ja nachher auf den anderen draufgesetzt. Was soll denn dieses Ding hier? Egal. So, Kabel sollen alle sich in diese Richtung verkrümmeln. Haben wir gemacht. Was bauen wir jetzt? Jetzt brauchen wir noch mehr Verkleidung. Brauche ich dich? Ja, du bist der Richtige. 9. 9. Da ein. Druff. Schwarz, blau lang. Und blau kurz. Ach so, auf den das machen wir und da machen wir gleich den nächsten Schritt. Und diese Konstruktion, die geht jetzt. Ui, die bringt auch noch mal Stabilität. Das freut mich sehr. Ich weiß nur nicht, wo ich das jetzt anfassen kann, damit ich Druck machen kann. Weil jetzt soll der Pin soll da und da und da und der soll dann. Achso, das hat er jetzt noch nicht gesagt, aber hat er nicht gesagt, habe ich jetzt einfach mal gemacht. Okay. Wie gesagt, mir fehlt manchmal so ein Bild, dass man nochmal ein Bild, wie sieht's fertig aus? Da müsste ich jetzt hier ganz weit blättern und dann sehe ich es von der anderen Seite, aber ja, egal. So, wir bauen jetzt eine. Das ist wirklich alles noch nicht so schön. Gut. Grau. Dunkelgrau. 15. Ja, dunkelgrau 15. Na. So. Und 4. Jetzt abzählen 1, 2, zack. Ups. Ah. Zack. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3. 3, habe ich gesagt, dann bleiben 2 übrig. Sehr schön. Das ist kein Neuner. Du bist ein Neuner. Und du bist ein 15er. Bist du. So, der 15er kommt hier hin. Der Neuner. Wenn ich mich nicht vertan habe, bleiben jetzt 3 Pinholes übrig. Sehr schön. Sehr schön, hier kommt
Ja, ach, hier bauen wir wieder diese komische Konstruktion, haben wir doch eben schon mal gebaut. Ah, das ist wahrscheinlich jetzt das Gegenstück. Diese Pins sind aber teilweise auch wirklich sehr hartnäckig. Ich bin schon wieder kurz davor, drauf zu beißen. Ne? Der beliebte Trick. Die ein bisschen zusammenbeißen. Ja, das genau das habe ich befürchtet. Gut, damit ich sehen kann, ich mache das lieber so, weil dann kann ich sehen, ob hier alles. Ja, genau. Genau. So natürlich. Okay, und das soll jetzt alles. Du müsstest auch mal dich so in die Nähe deines Pinholes begeben. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, das andersrum zu machen. Aber gut, wir kriegen es hin. Wir müssen nur noch irgendwas stimmt hier. Ja, stimmt. Hier muss natürlich das Pluszeichen wieder stimmen. Pin, du warst doch eben schon genau. So, hier stimmte das Pluszeichen, die Pluszeichenausrichtung nicht. Jetzt stimmt sie. Und ich frage mich immer noch, was dieses Gedöns hier soll. Aber gut. Wir klappen das hier wieder zurück. Ich bin froh, dass ich das Band hier ein bisschen fixiert habe. Ich überlege immer noch, wie hier das Kabel laufen soll, ohne mit irgendwelchen Zahnrädern in Clinch zu kommen. Hätte man es dahinter irgendwie längs führen können? Ja, das. Nee, ist eigentlich kein Platz. Na, naja, hätte Fahrradkette. Ich werde es wahrscheinlich hier irgendwie hinlegen. Gut, wir sind jetzt aber wieder bei dieser V-förmigen Konstruktion. Die jetzt. So. So, ich muss ja wieder hier auf die Diagonale kommen. Aber die Seite scheint doch ein bisschen anders zu sein. Also, wir brauchen halben Liftarm, Winkel, dunkelgrau. Wo kommt der hin? Der kommt. Okay, der kommt auf die dahin. Dann soll hier noch ein schwarzer Pin irgendwo hin, und zwar dahin. Und hier soll der hin. Ja, also es ist auf keinen Fall symmetrisch. Muss es ja auch nicht. So, jetzt kommen wir zu dem anderen. Und hier bauen wir was ganz Abgefahrenes. Wir nehmen zwei Fünfer Achsen. Da muss jetzt jeweils ein Achsstopper drauf. Ja, sehr elegant. Dann genau, du. Das war schon zu weit, weil da müssen noch mal Achsstopper hin. Wieder so eine Aktion, wo ich nicht sehe, wie es um das. Ach so, ich könnte. Warte mal. So, der erste ist fertig. Der zweite kommt so gleich. Sehr schön. Und diese Konstruktion soll jetzt dort, dort, dort und dort. Ich muss mal sehen, dass ich das Kabel
Ich kann das Kabel jetzt noch schnell. Eigentlich würde ich das Kabel gerne jetzt unter dem und unter. Es ist natürlich, es ist nun mal eigentlich in Lego kein, auch nicht in Lego Technik, wenn das alles sauber verbaut ist, ist da natürlich kein Millimeter Luft irgendwo. Aber gut, wir gucken mal. Also nochmal, du solltest dahin. Hierhin und dahin. Und dahinter läuft das Kabel. Wir könnten es ein bisschen nach unten schieben. Genau. Genau. So machen wir das. Aber eigentlich müsste es da unterpassen. Also noch ein Versuch. Diese da ist. Ich sehe doch, dass da. Ach nee. Ach, ich dachte, es ist ein Liftarm, der da überliegt. Das ist ein Liftarm, der da überliegt. Wieso will das Kabel da nicht unter? Es geht. Es geht, es geht, es geht. Bisschen gut zureden, freundlich sein, aber bestimmt. So, und jetzt liegt das Kabel hier. Ich hätte gerne ein bisschen Kabel wieder, damit ich es hier ein bisschen elegant verlegen kann. Gut. Ich hoffe, es war jetzt nicht eine komplett bescheuerte Idee. Vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen weiter blättern und gucken. Kam hier nicht irgendwann nochmal? Da kam Kabelmanagement. Ja Leute, das ist jetzt sehr hilfreich, wenn irgendwie aus dem Nichts die Kabel kommen. Okay, jetzt sehe ich es auch. Jetzt sehe ich, wo das Kabel längs laufen soll. Es soll hinter dem Rahmen an dem L da soll es durch. Okay, okay. Name CT. Wenn ihr das Kabel da haben wollt, sollt ihr das Kabel da hinbekommen, bevor ich es irgendwo hinpacke, wo es mir nachher zum Verhängnis wird. Also, du kommst nochmal wieder ab. So, also du sollst da längs. Ja, Leute, wie stellt ihr euch das vor? Und es soll da unter durch. Dann muss ich den hier nochmal kurz raus. Dann gehst du bitte da längs. Und du gehst wieder dahin. Nur das Kabel sollte natürlich auch nicht irgendwie da sein, wo Zahnräder sind. Ne? Kennt man doch, wie war das? Ne? Wo ein Physiker ist, kann nicht noch ein zweiter Physiker sein? War das nicht so? So, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, einfach mal vorwärts blättern. War ich hier schon? Nee. Guck mal, und hier zeigen sie, das Kabel soll ich da unten längs führen. Das ist doch, das widerspricht doch dem, was ich gerade gesehen habe. Die machen jetzt das Kabel nämlich so, wie ich es eben hatte. Beziehungsweise man hätte es auch da längs und dann nach oben legen können, fällt mir gerade auf. Nee, so ist viel besser. Genau, die Physikerthese. Das habe ich gemacht. Hier geht's weiter. Gut. Ein kleines L. Und ein großer Flügel. So. Die passt für diese Badewanne. So. Und ein großes Panel. Und ja, gut, das ist jetzt eigentlich wie auf der anderen Seite.
ein Pin hier, zwei Pins dort, ein 5er Liftarm. So, und diese ganze komische Aktion mit den Achsen war, um hier ein Pinhole hinzukriegen, weil da dieser Pin reingeht. Und der andere Pin geht dahin. Sehr schön. Sehr schön. Hier ist noch ein bisschen Labber, da könnte man, hätte man nicht. Ist keine Möglichkeit, noch irgendwo einen Pin, oder doch? Ich weiß es nicht. Hier ist noch ein bisschen. Also ich bin manchmal ein bisschen irritiert von der Reihenfolge. Gut. Also nach dem Motto, wo ich denke, da hätte man vielleicht die Sachen auch in einer anderen Reihenfolge bauen können. Und dann, ja, wäre zwischendurch nicht so ein komischer Zustand. Achso. 13. Okay. Einmal über die ganze. Das ist diese Achspins treiben mich noch in den Wahnsinn. Jetzt kriege ich den auch nicht mehr da raus. Aber es wäre eindeutig schlauer gewesen, den erst in den Liftarm, weil. Okay. Komm raus, du Feige. Oder ich muss versuchen, ein bisschen ihn zusammenzudrücken. Weil ich habe da auch keine Gegendruckmöglichkeit. Und der biegt sich ein bisschen weg. Und dadurch, dass er sich wegbiegt, habe ich auch keine Chance. Wenn man davon einfach nur reden und irgendwann plupp. Zwei von denen. Okay, und die sollen jetzt. Weiß ich wieder nicht, wo ich anfassen darf, um Gegendruck zu machen. Okay, jetzt komm hier. Stimmt, das hatte ich auf der anderen Seite auch gemacht. Zwei Freilassen. Ja, dieses mit den Kabeln. Zwei freilassen. Und dann haben wir hier auch wieder Symmetrie, das gefällt. Und jetzt bauen wir auf die Schnelle mal einen Sitz. Upp. So. So. Ne, Moment. Dreier. Stopp. Hier fehlt noch die Dreierachse. Moment. Einmal so. Schwarzer Pin und das L von der anderen Seite und damit hätten wir einen klassischen, weiß ich nicht, Sitz und der kommt hier, hält also nur an einem Pin, okay, kann man machen und jetzt machen wir wieder Break, wir bauen wieder was anderes, nehme ich den mal ein bisschen zur Seite. Aha, Fahrerhäuschen, Kabine.
Gut. Zack und Zack und 9. 9. So dass 2 oben, 2 unten überstehen. Fünfer. Okay. Achso. Erstmal den anbauen. Das ist wichtig. Sehr verwirrend. Blauen Axpins gehen aber langsam auf Ende zu. Hier ist was falsch. Hier ist was falsch. Der kommt dahin. Die eine Achse kommt hier hin. Ja, das ist wieder das Spielchen. Wie halte ich die Achse in Position? Eigentlich wäre es schlauer, erst den, dann die Achsen, die natürlich richtig gedreht sein müssen. Da soll aber noch ein zweiter halber Liftarm drauf. Genau so. Und noch ein Dreier Liftarm. Da habe ich jetzt mal die Möglichkeit, das zu vergleichen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt bin ich gegen das Mausrad gekommen und habe geklickt. Das war zu viel des Guten. Der letzte kleine gelbe Liftarm. Geht hier sowieso langsam dem Ende zu mit dem Bauabschnitt. 9. Moment. Die 9 sollte ich erstmal mit der 7 verbinden. 7. Und dann. Da. Echt, was ist das für eine Konstruktion? Okay. Gibt irgendwann alles. Ergibt es irgendwann Sinn? Oh, kleiner Nebenkriegsschauplatz, das wollte ich nicht mehr sagen. Nebenbauspielplatz. So. Knack. Schwarz oben. Schwarz unten. Fallen lassen. Ah, 5,5, zweimal. Das sieht jetzt in dem gelben Kasten, sieht das aber sehr, sehr schwarz aus, muss ich sagen. Okay. Ach so, wollen noch mehr von. Moment. Du da. Du da. An welches Ende kommt der 0,5er. So, das Ganze bauen wir nochmal. Und ich habe wieder was vergessen. Der musste ja noch angebaut werden. Und zwar hier. Und dann wird nämlich der da und da oben und der gegenüber. Okay, das hier ist nicht so schön, dass es so auseinander eiern kann.
Soll das jetzt so sein oder habe ich das falsch gebaut? Es sieht eigentlich alles so aus wie... Ah, man kann... Aha, ja, es ist ein bisschen flexibel. Man kriegt es hin, dass es rechte Winkel sind. Man kriegt es hin, dass es rechte Winkel sind. Okay, was haben wir hier noch? Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Gut. Also der zeigt nach oben, die zeigen nach da. Da kommen die Aufkleber nicht hin. Da kommt der Siebener. Nee, der Siebener kommt dahin. Zack. Nabend. Ich kann das nicht aussprechen. Hekaton. So. Ups. Ich baue gerade eine Tür. Eine sehr schlechte Tür. Oder Achse. Okay. Die rote Achse möchte eigentlich gerne da unten den Connector wegdrücken. Zweiter. Ach, da ist er. Ich wollte gerade sagen, den habe ich doch gerade noch gesehen. Nee, Achse, du sollst nicht den Connector wegdrücken. Gelbe Hülse. So. Das kommt da auf den. Ach, gut, hier unten die Pins. Da oben die Achse. Dieses Rot finde ich ja irgendwie so mittel. Gut, auf jeden Fall kommt das jetzt. Neben unseren Fahrersitz. Ach, guck mal, ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, wer hält denn jetzt mal hier diesen schrägen Balken fest? Ach, da. Okay. Challenging. Das ist schön, dann wird der Liftarm, der eben noch so rumschlackerte, auch noch fixiert. Das ist ja sehr, sehr positiv. Okay. Oh, nee. Das war jetzt nicht so gedacht. Halber Liftarm. Gehst du bitte wieder zurück? Dahin, wo du vorher warst. So, genau, da solltest du hin. Warum sie uns dann nicht noch einen zweiten halben Liftarm gegönnt haben, damit der Pin ordentlichen Halt hat, bleibt auch deren Geheimnis. Es war nur einer. Gut. Oh, Zahnräder. Habe ich hier irgendwie die Schnur, die noch viel später gebraucht wird. Ach so, wir sind jetzt. Oh, erstmal das Ganze umdrehen. Kabel aus dem Weg. Wir sind mal wieder hier hinten. Also. Ach so, zwei Zahnräder. Gut. Ein Zahnrad hier drauf. Ein Achsstopper hier drauf. Ein Zahnrad. Hier drauf. Damit wäre jetzt das auch alles schön verbunden.
Und damit das Ganze irgendwie mal Halt hat. Achso, Moment. Das ist lustig. Er sagt, ich soll hier zwei Dreier und ein Achs pinnen. Und wer soll wohin? Wenn ich am Ende nur... Ich sehe am Ende nur die Köpfe. Ah, klar. Da kommt der Achspin hin. Logisch. Da kommt ein Dreierpin hin. Und da kommt ein Dreierpin hin. Ich muss wieder irgendwie Gegendruck. Ach, das liegt wieder nicht genau in Flucht. Mal gucken, und da haben sie sogar einen Noppenpin eingesetzt. Da hätte man ja auch einen richtigen Pin einsetzen können. Egal, Hauptsache, die ganze Chose hier hinten hat jetzt einen sauberen Abschluss. Also ich bedenke, wie labberig diese ganze Konstruktion am Anfang war, bin ich jetzt hellauf begeistert. So, jetzt bauen wir noch so was Ähnliches. Also, ich muss hier mal ein bisschen wieder Teile zusammenkippen. Brauche ich euch jetzt? Euch brauche ich jetzt. Ich brauche aber auch vier von euch. Drei, vier, zwei davon. 13er. Den habe ich auch noch. Und zwei schwarze Pins. Gut. Ans Ende. Gut, das haben wir öfter, diese Konstruktion. So, wo soll diese Geschichte denn hin? Da, da. Ach, der soll in den Motor. Das heißt, ich muss mir wieder Gedanken darüber machen, wohin mit den Kabeln. Gut, der Motor hat selber ein Kabel, das ist nicht im Weg, aber wir haben ja hier noch ein Kabel. Das führen wir mal da links, weil wie gesagt, das ist wieder so eine Geschichte, ich muss wieder Pins an Stellen drücken, wo nichts dahinter ist. Da muss man sich mal ein bisschen zu helfen wissen. Bullshit. Da soll der hin. Ach so, genau. Und da habe ich nämlich dasselbe Problem. Genau. Auch da. Nichts dahinter. Dem hätte man ja auch nochmal einen Pin gönnen können. Ne? Hier hätte man auch nochmal einen Pin reinmachen können, um den Motor nochmal ein bisschen zu fixieren. Man sieht, also ich gehe mal davon aus, ich habe genug von den Pins. Also, auch wenn es ärgerlich ist. Machen wir es nochmal ab. Weil das halte ich wirklich für sinnvoll, weil dieser Motor hier, der wackelt. Ich weiß ja nicht, ob da noch ein Querbalken kommt, aber ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Weil da kommt nachher der Akkublock drauf. Und das finde ich ein bisschen doof, wenn der Akkublock auf dem Motor drauf liegt, der nicht so richtig Halt hat. So, jetzt wieder hier Gegendruck. Gegendruck. Druck, seht ihr? Und schon hat der Motor...
Weil wie gesagt, der Akkublock wird hier auf diese, ne, hier sieht man ja schon hier sind ja schon so Noppenpins in die Motoren eingesetzt worden. Hier kommt der Akkublock oben drauf. Ja, also wie gesagt, an Pins soll es nicht mangeln. Das stimmt. Ich gehe davon aus, dass ich die auch nicht alle aufbrauchen werde. Ne, weil der ist jetzt hier durch die Konstruktion und der durch die. Wenn jetzt natürlich noch ein Querbalken kommt, was gut sein kann, der den hält, ja gut, dann habe ich ein bisschen zu viel gemacht. Aber ich glaube nicht, weil hier passt kein 13er Liftarm zwischen. Hier ist ja auch an der Seite nichts mehr, wo der sich festhalten könnte. Also hier kommt, glaube ich, nichts mehr. So, wir sollen das Ganze mal umdrehen. Und jetzt, ich glaube es ja nicht, jetzt wird endlich klar, wozu der hier ist. Ich frage mich nur, wo die herkommen. Die muss ich ver. Wann habe ich die denn vergessen? Okay, wir machen jetzt erstmal. Ich mache jetzt mal den zweiten Schritt vor dem ersten. So, dann haben wir das erledigt. So. Und wo kommen jetzt plötzlich die her? Ach, guck mal. Und ich habe einen hellgrauen und ich habe einen dunkelgrauen. Das heißt, ich habe irgendwo wieder an einer Stelle die Farben nicht richtig erkannt. Aber das kratzt mich jetzt überhaupt nicht. Ich muss mir nur überlegen. Jetzt interessiert mich ja doch, wann habe ich die denn vergessen anzubauen? Ach, hier, ja, klar. Ich habe ja oben gebaut und nicht unten. Oh, hallo Kadi. Zu später Stunde. Ja, ich habe wieder die obere Hälfte der Anleitung und die untere Hälfte habe ich schlichtweg ignoriert, wie es so meine Art ist. Egal. Hier kommt einer hin. Da kommt einer hin. Wie gesagt, dass das jetzt hellgrau und dunkelgrau ist, liegt daran, dass ich an anderer Stelle das verbaselt habe. Weil das manchmal in dieser Anleitung auch in der hohen Auflösung nicht zu erkennen ist, ob sie gerade hell oder dunkelgrau meinen. So, und jetzt weiß ich endlich, bin ich froh, dass ich diese Achse vor, weiß ich nicht, 2 Tagen nicht nach unten weggedrückt habe, wo ich ja dachte, doch, die ist jetzt doch runtergerutscht. Die ist doch runtergerutscht. Und das ist auch richtig so, dass die da hingehört. Weil wir haben jetzt hier 5 Pins. So. Und das ist halt der hier das kleine Zahnrad, was nachher dafür sorgt, dass das Ganze. Der ganze Kran sich dreht. So, nun kommen wir endlich erstens zum legendären. Man hört schon. Ich hätte ja Lust, die aufzusägen. Oder sind die geschraubt? Nee, die sind nicht geschraubt. Also die sind schwer. Da ist irgendwas Schweres. Der eine klackert nicht, der andere klackert. Das ist halt nur Gewicht. Ob das so viel bringt, keine Ahnung. Ach, guck mal, hier. Da kommt der auf diese. Da kommt gar nicht der Akkublock drauf. Das hatte ich falsch gedacht. Da kommt der Gewichtsblock drauf. Ist aber vielleicht dann auch umso besser, dass ich hier noch einen Pin gegönnt habe, damit nicht der Gewichtsblock auf den Motor drückt und der Motor, ja, kriegt da die Last von oben. So, hier muss ich mal, das ist meine Kranschnur. So, der soll. Wozu ist da außen jetzt noch ein Noppenpin? Ist ja völlig Banane. Okay. Egal, also, das ist hier Gewicht. Was sagt er mir jetzt? Nehme nicht den Akkublock, sondern nehme den Akkublock. Ja, weil eure Akkublocks ein bisschen anders aussehen. Ja, ich weiß. Müsst euch nicht immer so anstellen.
Gut, wir hätten hier, was haben wir denn im Angebot? A1. Dann ist das wahrscheinlich B1. Nee, das ist C1. Ah. Na schön, dann kreuzen sich zwar die Strahlen, aber gut. Und hier hätten wir D1. Und hier hätten wir. Gut, und jetzt kommt aber, wo haben wir die? Er sagt, ich habe davon drei Stück. Ich habe davon einen. Einen hier, einen aus der Ersatzteilabteilung, aber ich habe keine drei Stück. Egal. Also, das kann man jetzt mit Mühe und Not erkennen, dass einer dahin soll und einer soll dahin und einer sollte eigentlich noch nach unten und das wäre mir sowieso viel zu wenig. Das heißt, hat der eine an der Seite ein Loch? Wer ist der eine? Der Akkublock, der Motor, Kabel, Gewichtsblock? So, und die Geschichte soll jetzt irgendwie, kann man nicht so richtig erkennen, sich hier an diesen Dingern festhalten. Weiß nicht, wie die sich das vorstellen, weil das sind, also Leute, was habt ihr euch dabei gedacht? Das sind keine Noppenpins. Das sind Pins für halbe Liftarme. Der Gewichtsblock, nee, der Gewichtsblock, der hat nur so eine Delle, so einen Angusspunkt an der Seite. Ach, guck mal, da sagt er mir, wie ich das machen soll. Ich soll nicht zwischen die negativen Noppen, sondern in die negativen Noppen rein. Ja, gut. Kann man machen. Kann man machen. Ich glaube, ich habe noch reichlich von denen, also. Es ist die Kabel, man hat immer zu viel Kabel am Ende. So. Ach, guck mal, den habe ich vergessen. Den habe ich vergessen. So. Jetzt kommt noch hier die Schürze für hintenrum, untenrum, hintenrum. Okay. Jetzt muss ich mich erstmal orientieren. So. Soll ich hier so ein Seitengedöns bauen? Liftarm. So. Soll dahin. Ach so, da kommt, die habe ich ja auch noch. Der. Und da kommt ein. Ja, das, der dreht sich natürlich weg. So. Und in diese Konstruktion kommt jetzt der hier. So. Jetzt bauen wir wahrscheinlich den anderen nochmal spiegelsymmetrisch. Zack. Das ist jetzt eine interessante Perspektive.
unten der Pin. Der Achspin. Und so. Hey, jetzt ist der Akkublock plötzlich ganz anders abgebildet. Wollt ihr mich verarschen? Okay. Wir gucken nochmal zusammen. Genau. So, hier liegt er quasi auf der Seite. Und hier, und Moment, hier liegt er auf der Seite und hier ist er plötzlich so und auf dem nächsten Bild ist er auch so. Da haben die sich das einfach gemacht. Ja, gut. Das Problem ist, dass die halt diese Software benutzen, die nur die Lego-Teile kennt. Ja, und wo sie ihre Begrenzung hat. Gut. Ich lasse ihn jetzt mal da an den zwei Pins einfach so hängen. Wir gucken mal, ob wir das jetzt überhaupt hinkriegen, hier diese Schürze zu befestigen. Ich weiß auch nicht, was diese Dinger haben offensichtlich nur die Funktion, dieses Panel am Runterklappen zu hindern. Weil das, die halten sich ja nirgends fest. Der spannende Teil ist, dass jetzt. Moment. Der soll da oben. Der soll dahin. Der soll dahin. Der soll da und der soll dahin. Ach so. Ach ja. Das heißt, man kommt immer noch hinterher an den Akkublock ran. Das heißt, ich habe auch noch kein. Ohne Probleme kann ich noch. Also ich muss echt mal gucken, ob ich nicht lieber Noppenpins benutze. Weil ich weiß nicht, warum sie diese Pins benutzen, die eigentlich dafür sind, einen Liftarm mit einem halben Liftarm zu verbinden. Warum sie die benutzen, um Akkublock festzuhalten? Ja, es geht, aber wäre es nicht schlauer, einfach am besten diese Liftarme zu pflastern mit Noppenpins und den dann da dran setzen? Aber vielleicht hält das hier besser, als ich denke. Okay. Houston, wir haben ein Problem. Das ist das, was ich noch nicht machen kann. Das ist sowieso der letzte Schritt von diesem Abschnitt. Ich darf noch nicht den Kran auf den Unterbau setzen, weil mir ja noch was fehlt. Und ich sehe hier gerade etwas. Ich sehe hier gerade etwas. Seht ihr das auch? Gut, ich erzähle erstmal zu Ende. Weil ich habe ja noch nicht den Motor. Der Motor, ich weiß nicht, wie lange der noch braucht. Er ist schon in den Händen von DHL. Er ist schon im Briefzentrum Essen. Warum auch immer im Briefzentrum Essen. Aber er ist im Briefzentrum Essen. Er ist so gut wie hier. Und jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich Scheiße gebaut habe, wie das immer so meine Art ist. Aber ich glaube, das kriege ich einigermaßen minimalinvasiv behoben. Aber das mache ich nicht mehr jetzt, oder? 21, 9 und irgendwas? Ich habe einer von den beiden ist falsch rum. Der hier. Ne? Also es darf natürlich nicht sein, dass der eine so rum ist. Dazu muss ich lediglich die Achse, die ja einmal durch diese ganze Chose durchgeht, ich muss diese Achse einmal rauskriegen oder weit genug wegschieben, um den zu drehen. Dazu muss ich sie nach da. Da ist genug Platz, glaube ich. Das Schöne ist ja, ich habe hier eine. Muss mal kurz gucken. Ach, wieder einer meiner Lieblingsjobs. Minimalinvasiv meine Baufehler beheben. So. Wozu so eine Carbonachse doch gut sein kann. So, du gehst jetzt mal zur Seite, du störst jetzt. Wenn bei der Aktion jetzt die Carbonachse bricht, dann habe ich ein Problem. Der will nicht.
Gut, es ist ja auch so, dass die Achse geht ja irgendwie auch durch 12 verschiedene Sachen durch. Da hätte ich auch keinen Bock, mich zu bewegen. Das war schon mal sehr gut. So. Es war noch nicht weit genug. So, Carbonachse, do your thing. Dass ich das wieder nicht gemerkt habe, dass ich den falsch eingesetzt habe, ist wieder so ein Klassiker. Hat die noch Platz, die Achse? Sie hat keinen Platz mehr. Liebe Tür, sei mir nicht böse. Nee. Du müsstest noch mal kurz zur Seite. Damit die Achse noch ein bisschen. So, war das jetzt genug? Komm, das ist doch der Content, für den ihr hier seid. Komm, Zahnrad, du bist. Nee, ist immer noch nicht weit genug. Ich muss mir mal eine Markierung machen. Oder ich könnte an der anderen Seite ziehen. Ja, weißt du was? Du kannst auch zur Seite gehen, wenn du nicht mitspielen willst, dann geh doch einfach zur Seite. Zwing ja niemanden hier mitzumachen. So, also wie ihr seht, das Zahnrad habe ich schon mal befreit. Ach. Wie viel fehlt jetzt noch? Da fehlt ganz wenig nur noch. Wird ja nochmal richtig lustig hier. Also diese schwarze Achse muss noch ein kleines bisschen weiter. Das Problem ist ja, das sind alles so halbe Liftarme, wo ich durch muss. Das heißt, sie sind alle nicht besonders kooperativ. So, jetzt habe ich gemerkt. Ja, ein Stück mehr wäre gut gewesen, ich weiß. Okay, so, jetzt Zahnrad wieder dahin, wo es hingehört. So, und jetzt haben wir das Problem, wir brauchen. Ach, guck mal. Was man so findet, ne? Das ist der Akkublock ist jetzt sowieso abgefallen. Wir bräuchten jetzt irgendetwas, mit dem ich die Achse wieder zurückschieben kann, ohne abzurutschen. Das Problem ist, hier ist viel zu wenig Platz. Nee. Ich hatte schon überlegt, ich bräuchte mal irgendein Werkzeug, müsste ich mir mal was überlegen, mit dem man Achsen schieben kann. Also sowas wie ein Schraubenzieher, der am Ende gibt doch diese Magnetpicker. Ups. That escalated quickly. Das Problem ist, der Liftarm ganz am Ende hatte sich runtergeklappt. Das war ein Tick zu schnell. Bisschen langsamer und wir könnten uns einigen. So.
Jetzt ist der Liftarm da, wo er sein soll. Jetzt kannst du, liebe Achse, gerne... So. Sehr schön. Gut, Akkublock hat sowieso sich gesagt, das ist mir alles zu doof, was ihr hier macht. Verstehe ich. Tür wird wieder eingesetzt. Sitz wird wieder in Position gebracht. So, hier muss ich mir überlegen, wie war die Geschichte hier befestigt? Der war da. Der war da. Der war da. So. Ja, jetzt können wir den vermissten Pin anbringen. Ändert nichts daran, dass ich diese Halterung mindestens diskussionswürdig empfinde. Also dass ich jetzt hier die... Deswegen gehen die auch, weil die sich sagen, wir sind dafür nicht gedacht. Wir sind nicht dafür gedacht. Man muss, wie gesagt, in die... So. Noppen. Oh. Okay. Jetzt stimmt das auch hier. Sehr schön. Gut. Jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, was war mit dem hier? Ach, der war auf dem drauf. Ach ja, stimmt. Der sollte ja auch noch da drauf. Aber das knack, knack kriegen wir ganz schnell hin. So. Zum Abschied verabschiedet sich dann nochmal Herr Behringer. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn es nach diesen Baupannen keine Technikpannen gegeben hätten. Also hier ist noch Stück Schnur. Ein Stück Schnur, das wir noch brauchen für den Kranarm. Kramarm. Den kann ich ja noch bauen. Ne? Also den Arm kann ich noch bauen. Ich werde ihn nicht da anbauen. Habe ich ja schon gesagt, das wird mir dann zu unhandlich. Der muss als nächstes auf... können wir ja mal kurz hier Probelauf machen. Also... Es geht nur nicht mehr mit dem Tablet. Also, Imsen auf, achso, da ist der Chat vor. Also, auf Imsen wird Imsen flupp draufgesetzt. Das knackt wohl ein bisschen, rastet ein bisschen ein. Das kleine Zahnrad hier sorgt natürlich fürs Drumrumwandern. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, warum hier so ein paar Pins unmotiviert rausgucken. Ja, hier ist Klappe, weil hier kommt der andere Akkublock hin, den ich aber erst anschließen kann, wenn hier der Ersatzmotor eingebaut wurde. Also, Ersatzmotor, dann wird das hier richtig festgemacht, der Akkublock eingesetzt, dann können hier Klappen zu, dann kommt das da oben drauf. Wie gesagt, kann ich jetzt nur so legen und es hält überhaupt nicht. Und wie gesagt, es fehlt eigentlich nur noch der Arm. Die Räder müssen noch angeklöppelt werden. Aber gut. Ich sag mal so. Ja. Das war ja dann jetzt doch nochmal richtig amüsant am Ende durch meinen Baufehler, dass mir das die ganze Zeit nicht aufgefallen ist, dass ich den einen Aktuator falsch rum angebaut habe. Aber das bin nun mal ich. Also, wieso habe ich hier eigentlich noch, ich habe hier noch ein Verlängerungskabel. Da bin ich jetzt so ein bisschen irritiert. Ah, kann sein, ich glaube, das Verlängerungskabel kommt, ne, wo ich sagte, wo noch der Motor ausgetauscht wird. Ich glaube, da kommt das Verlängerungskabel, wird dann noch... Was steht denn da? Ah, klar. Ah, ohne was dazu, gehört also in den Unterbau.
Die mit A1 gehören in den Kran-Aufsatz rein. Gut, das heißt, wir drücken alle wie wild die Daumen, dass dieser Ersatzmotor kommt. Ansonsten kann ich halt nur noch den Dings da, den Kranarm bauen. Ja, das wäre es soweit für heute. Auch wieder 1:23. Machen wir Feierabend. Ciao. 1.